Hallo ihr Lieben, neulich, als ich in alten Büchern nach alten Sagen suchte, entdeckte ich gleich in mehreren dieser alten Bücher merkwürdige Kapitel und zumeist am Ende der Bücher. In einem hieß ein Kapitel zum Beispiel das Idiotikum. Und als ich mich da so reinlas, fand ich es vielmehr ja eine Aufzählung von Begebenheiten aus vergangenen Jahrhunderten, die man irgendwann mal unter Sagen und Legenden ablegte. Manchmal werden Orte genannt und auch Menschen namentlich genannt, die diese Dinge erlebten. Und es sind zumeist Berichte über Spuk, Geister oder unerklärlichen Dingen, von denen die Menschen damals berichtet haben. Ich fand das mal ganz interessant und ich hoffe, ihr auch. Zeigt es doch, dass auch zu Zeiten unserer Urahnen über solche Dinge berichtet wurden. Die Vorkommnisse, von denen ich euch heute berichte, spielten sich allesamt in der Schweiz ab. Aber hört selbst. In dem kleinen Ort Tesch bei Zermatt in der Schweiz lag einst ein krankes Mädchen auf ihrem Krankenlager und wurde von allerlei Spuk heimgesucht. Es zündeten sich in ihrem Zimmer von alleine Kerzen an. Der Kranken wurden die Haare gezogen und gerauft und die Decke wollte man ihr fortreißen. Alle Beteiligten hörten kratzende Geräusche an den Wänden in ihrem Zimmer und auch die Hausmutter blieb nicht verschont und wurde gezogen und geschubst und erlebte den Spuk halt am eigenen Leibe. Man holte sich Hilfe, ließ das Haus segnen und sprach Gebete und dann hörte der Spuk langsam auf. In Randa im Mattertal steht ein Haus, welches durch sein unheimliches Wesen allgemeines Aufsehen erregte. Die Leute sagten, dass dort wohl ein tückischer Geist oder Kobold leben müsse. Und wenn niemand im Haus war, dann hörten auch die Anwohner diese unheimlichen Dinge draußen direkt auf der Straße. Es polterte und krachte in dem Haus und man vernahm ein Jammern und Seufzen. Begleitet wurden diese unheimlichen Geräusche von einem Rauschen. Dort traute sich niemand mehr rein und man berief die benachbarten Pfarrer als Exorzisten, aber diese konnten absolut nichts ausrichten, der Spuk blieb. Und in der Stadt Zermatt soll einst ein Pfarrer einer verstorbenen Frau die Kommunion erteilt haben. Sie war wohl eine sehr fromme und ledige Frau, welche oft die heiligen Sakramente zu empfangen pflegte. Irgendwann wurde sie krank und konnte die heilige Wegzehrung nicht mehr erhalten. Sie starb und am Sonntag nach ihrem Tod erschien sie wohl in der Kirche an der Kommunionbank, am gewohnten Platze, wo sie immer stand und wo ihr der Pfarrer dann, der sie erkannte, aber an ihren Tod in diesem Augenblick nicht dachte, die heilige Kommunion erteilte. Als er sich aber ein paar Augenblicke später danach erinnerte, dass sie ja verstorben sei, wollte er diesen unheimlichen Spuk näher untersuchen, aber sie war verschwunden und er konnte sie nirgends mehr finden. Auch ein Mann soll dort nach seinem Tode einer Person erschienen sein und von ihr seine Erlösung gefordert haben. Und ein anderer Mann, der 1860 seine Frau und seinen Bruder an die Typhuskrankheit verlor, hatte in einer vom Mondlicht sparsam erhellten Nacht kein Auge zugetan. Er blieb schlaflos, seine Kinder und seine Hausmagd aber schliefen fest im selben Zimmer. Nachdenklich setzte er sich im Bett auf und begann seiner lieben Verstorbenen zu gedenken. Und als er sich in der Stube umblickte, sah er am Tisch seinen verstorbenen Bruder sitzen. Dieser war im selben Gewand gekleidet, mit dem er in sein Grab gelegt wurde. Der Mann begann dann mit seinem Bruder ein Gespräch und dann verschwand dieser Verstorbene wieder. Angeblich sprachen sie über Geheimnisse und Aufträge, die deutlich bewiesen haben, dass diese Erscheinung die Wahrheit gewesen ist. Die schlafende Magd merkte von all dem nichts. Allerdings fragten die Kinder ihren Vater am nächsten Morgen, wer es denn gewesen sei, der in der Nacht bei ihm so lange am Tische saß und mit ihm geredet hat.
In Emd soll eine Frau in einer Scheune all ihre Verstorbenen gesehen haben. Sie trugen all ihre Festtagsgewänder, doch weil sie ihr den Rücken kehrten, traute sie sich nicht, diese anzusprechen. Auch in Vesperterminen soll ein Bruder dem anderen erschienen sein und ihm einige Geheimnisse offenbart haben. Und in Bellwald hat eine derartige Erscheinung und ein Totengang ein großes Aufsehen unter den Anwohnern erregt und wurde von vielen gesehen und ist deshalb auch als unbezweifelte Wahrheit gehalten worden. In Surava im Kanton Graubünden stand ein Haus, in welchem wohl Wanderer übernachten konnten, aber in diesem Haus ging es nicht mit rechten Dingen zu. Nachts konnte man dort kein Feuer entfachen oder ein Licht entzünden. Es ging immer wieder sofort aus. Und derjenige, der sich entschloss, dort gar zu nächtigen, der kam nie zur Ruhe, denn er hörte aus dem Nachbarraum einen Lärm, als wenn einer Holz spalten würde. Wollte man sich auf der Ofenbank niederlegen, wurde man von dieser heruntergestoßen und Pfannen und Kessel wurden umhergeworfen. Und im Zimmer selber entstand in der Nacht ein solcher Lärm, als hätten sich hier alle bösen Geister versammelt. Überall auf Gängen und Treppen hörte man Poltern und Schleifen bis zum Morgengrauen. Auch lebte in Ems vor alten Zeiten ein Bauer. Man nannte ihn den geschworenen Christoph. Der hatte eine Magd, die war aus dem Oberlande. Zur Zeit der Heuernte ging er nun auf sein Maiensess, das ist eine Sonderform einer Alm, um das Futter einzusammeln, hatte aber schlechtes Wetter dazu, so dass er wohl mähen, aber das Gemähte nicht dürren konnte. Endlich, nachdem er alles Gras abgemäht hatte, wurde das Wetter wieder besser. Aber nun fehlten ihm die fleißigen Hände, denn mit seiner Arbeit allein war wenig im Ganzen getan. Zwar war noch die Magd da, aber die lachte ihn weidlich aus und spottete seiner Bekümmernis. Sie sei imstande, das Heu samt und sonders in einer Stunde an Ort und Stelle zu schaffen. Dies kam jedoch unserem guten Christoph etwas seltsam und zu buntfarbig vor und gab gerne seinen Konsens, sie könne also machen, was sie wolle. Es gelüstete ihn aber heimlich zu sehen, wie die Marie diese Sache anpackte, und er verbarg sich durch die Wandritze lugend, und nun kam die Magd wirklich, tat in alle vier Winkel dieser Alp einen Wisch oder einen Strich, indem sie zugleich einen Spruch sagte. Kaum war das geschehen, so flog das ganze Heu in die Scheune hinein und verteilte sich ganz ordnungsgemäß von selbst. Dann kam die Magd, tat mit dem Besen einen Streich auf das Heu und rief Sitz, und siehe da, das folgsame Futter rückte ganz nett auf zwei Drittel zusammen. Dem guten Geschworenen setzte das, was er gesehen hat, in Entsetzen und Erstaunen. Er war aber so dumm und undankbar, die Magd beim Gericht zu verklagen. Das Gericht ließ nun diese Magd verhaften, nach dem Oberland führen, wo sie als Hexe verbrannt wurde. Als sich vor vielen Jahren eine Frau vom Richtacker bei dem Städtlein Waldenburg begab, hörte sie im Wartelbach unterhalb der Schanz ein fürchterliches Geschrei. Es war gerade anzuhören, als wenn Tiere und Menschen miteinander kämpfen würden. Doch zu sehen war überhaupt nichts. Die Bewohnerin eines Hauses in der Nähe dieser Örtlichkeit hatte diesen Lärm schon so oft gehört und sagte, dass immer, wenn dieses ohrenbetäubende Geschrei erklinge, sich kurz danach das Wetter ändere. Chili Matli, damals 38 Jahre alt, erzählte, dass ihre Tante, als sie oben im Dorf den kleinen Weg zum Hof ging, an einem großen Baume einen rabenschwarzen, kopflosen Mann gesehen hätte. Dieser umrundete den Baum und verschwand danach, ganz so, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Dieses wurde oft als die sichere Wahrheit erzählt. Lebendig begraben. Man erzählte sich in Altdorf im Kanton Uri folgende Begebenheit. Mitten in der Nacht klopfte es an die Tür des krivellischen Hauses und die Bewohner öffneten sie und erschraken zu Tode, als davor die ehemalige Bewohnerin des Hauses in dem Gewand stand, in dem man sie am Vortag beerdigt hatte. Man war verwirrt und verängstigt, aber sie fing an zu erzählen,
dass sie dort in dem Grabe liegend schmerzhaft geweckt wurde, weil der Totengräber, der scheinbar den Ring an ihrem Finger stehlen wollte, ihn nicht abbekam und ihr deshalb den Finger abschnitt. Von diesem Schmerz sei sie erwacht worden und fand sich in dieser Umgebung wieder. Der Totengräber rannte verängstigt weg und sie nahm seine Laterne, die er dort stehen ließ, und suchte den Weg nach Hause. Man berichtete weiter über diese Frau, dass sie in ihrem ganzen Leben danach nie wieder gelacht haben soll. Geister, die Steine werfen. Nahe dem Jochgebirge bei Engelberg schiebt ein Gletscher sein Geröll gegen den Trübsee hinab. Dort steht der Pfaffenhaufen, eine Erhebung, von der man sagt, dass darunter ein sehr starker Pfaffe beerdigt wurde. Dieser wurde an diesem Ort gebannt als Strafe für seine Vermessenheit. Geht man dort entlang, so kann es passieren, dass der Geist dieses Pfaffen einen mit Steinen bewirft. Das Gespenst auf der Oberalb. Zu einer einsamen, verlassenen Sennhütte in der Oberalb bei Urseren kamen mehrere Jäger, um dort zu übernachten. Sie quartierten sich ein und schürten ein Feuer, denn es war ja schon Spätherbst und die Nächte wurden kalt. Als sie sich niederlegten, fing es über ihnen an, unter dem Dach furchtbar laut zu lärmen und zu rumpeln an. Einer der Jäger brüllte hoch und drohte mit Konsequenzen. Allerdings half das nichts und ein anderer Jäger nahm seinen Stutzer, ging aufwärts und schoss in die Richtung, aus der der Lärm kam, ins Dunkel, mitten hinein. Da fiel etwas hinunter, was entfernt Ähnlichkeit hatte mit einem Kuhfell, und sogleich erscholl ein unheimliches Gebrüll, ein fürchterliches Schreien, dass es den Jägern grauste, durch Mark und Bein ging es ihnen. Und sie flohen sofort von diesem Ort und sie liefen so schnell sie konnten. Und das furchterregende Geschrei verfolgte sie scheinbar, denn sie konnten es noch hören, als sie schon über eine halbe Stunde entfernt von dieser Hütte waren. Aber was es gewesen ist, was ihnen dort solche Angst machte, haben sie nie in Erfahrung bringen können. Ja, und auch schon damals gab es Orte, die die Menschen früher gemieden haben. Zum Beispiel das Urner Loch bei Andermatt im Kanton Uri. Heute befindet sich dort einer der ältesten Verkehrstunnel in der Schweiz. Damals, so erzählte man sich, passierte es, wenn man von unten dort hinauffuhr, dass die Pferde einem den Dienst versagten. Sie standen da und gingen keinen einzigen Schritt weiter. Einfach ein unheimlicher Ort. Aber niemand weiß, warum es dort oben so war. Auch an der Basatienwand bei Sargans soll es unheimlich zugegangen sein. Zwei Liebende sollen dort ihren Frevlern nicht anders entkommen sein, als sich von der Felswand in den Tod zu stürzen. Und man sagte, es sei trotz allem ein freiwilliger Tod gewesen. Und dieser führt wohl immer zu einem unseligen Ende. Und die beiden sind an den Ort gebannt und man hört sie in mondhellen Nächten, wenn man sich dort zu dieser Zeit hintraut, wimmern, klagen und laut rufen. Eine erstaunliche Weissagung oder Ankündigung. Ein sehr alter Pfarrer mit Namen Egger aus Römerstalden, es könnte sich um das heutige Riemenstalden handeln, ging einst spät in der Nacht von Morschach heimwärts und weil er nicht mehr so gut zu Fuß war, begleitete ihn der dortige Wirt am Arm nach Hause, und als sie in die Nähe der Kapelle kamen, da wich der Pfarrer einem unsichtbaren Hindernis aus, und der Wirt, der dieses scheinbar nicht sah, fragte ihn, warum er solch einen Bogen schlug. Der Pfarrer sagte, ob er denn nicht sehe, dass dort eine Gestalt mitten im Weg liegt. Der Wirt sprach, nein, ich sehe nichts. Da sagte der Pfarrer, dann müsse es ein schlechtes Omen sein. Und tatsächlich soll es wohl 2 Wochen nach diesem Vorfall an besagter Stelle zu einem großen Unglück gekommen sein. Ein 14-jähriges Mädchen, welches dort entlang ging, wurde von einem großen herabfallenden Ast erschlagen. Bei Liestal im ehemaligen Gasthaus Rössli, dem vor langer, langer Zeit auch eine Schmiede angehörte, war in besonders schwülen Gewitternächten das Hämmern von Schmiedehämmern zu hören. Wirklich unheimlich, denn die Schmiede gab es dort schon sehr lange nicht mehr.
Im Jahre 1850 hörten die Leute dort wieder dieses Geräusch von gleich zwei Hämmern, die von Vater und Sohn stammen sollen. Beide waren offenbar gemütskrank und nahmen sich beide das Leben, der eine 1772 und der andere 1809. Den Vater hatte man nach altem Brauch im Wald verscharrt, so wie man das im Allgemeinen früher mit Selbstmördern tat, und den Sohn auf dem Friedhof zu bestatten, wie es von der Baseler Regierung angeordnet wurde, weigerte sich aber die Bevölkerung, da sie dieses Glaubens war, dass Selbstmörder die Ruhe auf dem Gottesacker störten. Der Pfarrer aus Liestal und auch der Statthalter mahnten die Menschen, allerdings fruchtete es nichts. Da der tote Vater einigen Menschen im Ort wohl schon erschienen war und sie unglaubliche Angst hatten. Sie schlossen sich zusammen und entwendeten nachts einen Karren und zogen eskortiert von 10 Mann mit Gewehr ins Schollholz. Dort versenkten sie die Leiche. Die Verantwortlichen dieses Komplotts, ein paar Gemeindeväter und der Schulmeister Rolli, mussten sich in Basel dafür verantworten. Aber ihren Willen hatten sie trotzdem damit durchgesetzt. Die beiden Toten, so sagte man, hatten damals aber keine Ruhe gefunden und spukten in der alten Schmiede fortan, und viele Menschen wurden Zeuge dieses Spuks. Schließlich aber gelang es einem Kapuzinermönch, sich mit den beiden Geistern in Verbindung zu setzen, und er bannte sie in 2 Glasflaschen. Das half, und die Flaschen wurden sorgsam in einen Kasten gelegt. Aber nach vielen Jahren der Ruhe machten sich Unkundige an diesem Kasten zu schaffen und zerbrachen diese Flaschen, und die Geister konnten entkommen und haben ab da an wieder angefangen, ihr Unwesen zu treiben. Der Spuk in Hemmiken. Im Jahre 1891 traten in einem Hause im Unterdorf während ganzer 5 Monate mysteriöse Erscheinungen auf, welche die ganze Gegend in Aufregung brachten. Zuerst fand man einen Kellerboden mit Wasser bedeckt, was nach der Lage der Gebäulichkeit unmöglich schien. Dann wurde auch der Hausgang mit Wasser überschwemmt, schließlich die Wohnstube. Als die Leute nach der Herkunft des Wassers forschten, platschte es sogar von der Küchendecke herunter. Wasserkessel aus der Küche fand man umgestürzt auf dem Estrich. Und so wechselten noch viele Gegenstände ihren Standort. Blumenstöcke, Spiegel, die verkehrt rumhingen, Schlüssel, die verschwanden und waren auf einmal wieder da. Kleider wanderten aus den Schränken und kamen in Heiterlöchern am Giebel, vor dem Haus, im Baumgarten, an den Ästen der Bäume hängend wieder zum Vorschein. Dabei konnte man nie eine Bewegung der Gegenstände feststellen. Alle Ortsveränderungen geschahen sozusagen unsichtbar. Aber wie andernorts wurde auch hier ein Kapuziner zugezogen, der aber durch Gebete diesem Unfug nicht steuern konnte. Irgendwann verschwand dieser Spuk von ganz allein. Ja, was ist eure Meinung? Es klingt doch ganz so oder zumindest ähnlich wie die Berichte aus dem Augsburger Wunderbuch, von dem ich euch schon mal berichtet habe. So als hätten Menschen von Erlebnissen berichtet, die sie selber erlebt haben oder die sich in der Nachbarschaft abgespielt haben. Gibt es denn in den Gegenden, in denen ihr lebt, auch solche alten Geschichten von Orten, an denen es unheimlich zugehen soll? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Und jetzt sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.